In dem heutigen Video zeige ich dir einen sehr einfachen Selbsttest, den du durchführen kannst, um zu gucken, ob es sich bei deinen Kopfschmerzen um Kopfschmerzen handelt, die eine Beteiligung der Halswirbelsäule haben. Mein Name ist Steffen Stump und ich bin Chiropraktor in Braunschweig. Die Behandlung von Kopfschmerzen ist bei mir Alltag in der Praxis. Bei Rückenschmerzpatienten ist es so, wer meine Videos oder ein paar meiner Videos gesehen hat, der kennt die Skala, die ich immer gerne zeige, dass es einen großen Anteil an funktionell bedingten Rückenschmerzen gibt, 85%, da gibt es Studien darüber, und ungefähr 15% der Rückenschmerzen in Wirklichkeit struktureller Natur sind oder zunehmend strukturell. Das ist natürlich auch eine fließende Grenze. Es gibt nun keine Studie, die das 1:1 auf Kopfschmerzen überträgt. Deswegen nehmen wir mal die Prozentzahlen weg. Aber im Großen und Ganzen wird es bei Kopfschmerzen ähnlich sein. Und die reine Denkweise, die reine Struktur, die wir verwenden, ist die gleiche. Es gibt erstmal strukturelle Gründe, die wir natürlich ausschließen müssen. Das heißt also, das sind die schweren Erkrankungen, die wir erstmal ausschließen müssen, ehe wir überhaupt an eine funktionelle Störung der Halswirbelsäule denken. Bei der Diagnose von gesundheitlichen Problemen gibt es sogenannte Red Flags. Das sind Warnhinweise. Da sollte also jedem quasi im übertragenen Sinne die rote Lampe leuchten, wenn er das hört. Und das sind Probleme, die dringend medizinisch ärztlich geklärt werden müssen. Und bei Kopfschmerzen ist es so, da gibt es eine ganze Reihe von Red Flags. Wenn wir die einmal durchgehen, ein Kopfschmerz, der plötzlich beginnt und sehr, sehr stark ist. Die Abhängigkeit des Kopfschmerzes von der Position. Ist ja zum Beispiel, wenn ich mich hinlege, wird er deutlich stärker. Ein weiteres Warnsignal. Hat der Kopfschmerz angefangen, als ich genießt habe, gehustet habe, gedrückt habe? Ein Kopfschmerz in einem Patienten, der bisher keine Kopfschmerzen hatte, denn der Patient ist über 50 Jahre alt. Sind die Kopfschmerzen durch einen Sturz oder eine Gewalteinwirkung entstanden? Ein weiteres, sehr schweres Warnsignal. Gehen die Kopfschmerzen mit neurologischen Ausfällen und Symptomen einher? Nun ist es so, dass ein Drittel aller Migränepatienten neurologische Ausfälle haben. Aber diese entstehen oft schleichend und dauern dann auch nicht länger als 60 Minuten ungefähr. Sind die neurologischen Ausfälle plötzlich aufgetreten und dauern sie länger als 60 Minuten, müssen sie ärztlich überprüft werden. Ist der Kopfschmerz dauerhaft und wird er zunehmend stärker? Geht der Kopfschmerz mit einer Nackensteife einher? Da kann es sich um Meningismus handeln. Ist eine schmerzhafte Bewegungseinschränkung der Halswirbelsäule. Das ist ein Schutzreflex des Körpers, um das Rückenmark und das Gehirn zu schützen. Kopfschmerzen bei einem Patienten, der blutverdünnende Medikamente nimmt, sogenannte Antikoagulantien. Kopfschmerzen mit einem systolischen Blutdruck von mehr als 115. Weiteres Warnsignal, ein Kind, was anhaltende, schwere Kopfschmerzen hat. Kopfschmerzen, eine Historie von Alkohol- oder Drogenabusus. Kopfschmerzen bei einem Krebspatienten. Hat man einen Papillenödem? Nun, das ist etwas, was man nicht selber diagnostizieren kann, aber das ist, kündigt sich dadurch an, dass man vorübergehende kurze Beeinträchtigung des Sehvermögens hat, Kopfschmerzen, Erbrechen oder eine Kombination dieser Symptome. Gehen die Kopfschmerzen mit anderen systemischen Symptomen einher, wie Fieber, Frieren, ein unerklärter Gewichtsverlust, Nachtschweiß? Auch hier ist erstmal dringend ärztlicher Rat erforderlich. Nun, die schweren strukturellen Gründe haben wir nun hoffentlich ausgeschlossen. Und nun gucken wir, ob der Kopfschmerz einen funktionellen Hintergrund haben kann. Hierzu analysieren wir die Beweglichkeit des Kopfes. Ich verwende dazu ein Winkellineal, aber auch jedes normale Geodreieck könnt ihr dazu verwenden. Derjenige, der Kopfschmerzen hat, bewegt nun seinen Kopf rechts, links und neigt ihn seitlich. Die zweite Person misst das Ganze. Da gucken wir erstmal, wie weit kann man den Kopf nach rechts drehen und wie weit kann man den Kopf nach links drehen. Wie weit kann der Kopf nach rechts geneigt werden, seitlich und links geneigt werden? Nun, bei diesem Test geht es nicht darum, absolute Werte zu erreichen. Es geht nicht darum, 90-90 zu erreichen oder seitlich Neigung 60-60. Aber hier ist der Schlüssel in der Symmetrie. Ist die Beweglichkeit 90-70? So gibt es eine Störung, eine funktionelle Störung der Halswirbelsäule. Kann man den Kopf seitlich neigen, 30 Grad zur einen Seite, 50 Grad zur anderen Seite. Auch hier ist eine funktionelle Störung der Halswirbelsäule wahrscheinlich. Um dies abzuklären, macht es absolut Sinn, einmal zum Chiropraktor zu gehen und sich das Ganze einmal angucken zu lassen. Denn der Körper ist letztendlich symmetrisch, er hat zwei Seiten, auch wenn sie vielleicht nicht immer 100% identisch sind. Aber im Großen und Ganzen muss die Beweglichkeit symmetrisch erfolgen. Alles andere
lässt den Verdacht aufkommen, dass sich eine Fehlhaltung in den Körper eingeschlichen hat. Und da lohnt es sich, das so früh wie möglich zu erkennen und auch zu therapieren. So, auf eine hoffentlich schmerzfreie Zeit. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder du es hilfreich fandest, ich freue mich über einen Daumen nach oben. Und wenn du mehr dieser Videos sehen möchtest, gerne auch meinen Kanal abonnieren. Wir sehen uns wieder.